So, was geht, meine Freunde? Wie ihr seht, heute mein Live-Part. Da haben wir, was war das? Ich glaube, SSP auf 8 gehabt. Da hat es geklappt. Alles weitere kommt gleich im Video, werdet ihr auch sehen. So, dann Fuschi von Blubber auf plus 8. Bing, bing, hat plus 8 geklappt. Haben wir ihm natürlich überreicht. Er hat währenddessen hat er auch einen auf 8 gezogen. Die haben wir auch auf 9 versucht, hat aber nicht geklappt. Dann, ja, der SSP auf 9 Versuch, leider nicht geklappt. Der hat dreimal mit magischen Steinen die Furcht auf 9 versucht, sind dreimal fehlen. Wir hatten das Video, hat aber gehackt. Hatten wir noch ein SSP 8 über. Haben wir dann jetzt hier auf unserem Schmied versucht, auf 9 zu ziehen. Unser Schmied will nicht, gönnt nicht. Auf jeden Fall, genau. Jetzt, dann haben wir jetzt hier in der Grotte noch den General gehauen. Vielleicht kommen die Tage oder irgendwann mal jetzt auch der Drache. Denke ich mal. Könnte sein, muss aber nicht. So. Genau, jetzt zu den VIP-Boxen. Ach, VIP-Boxen. Zu den Boxen. Goldboxen. Da kommt guter Stuff raus. Die silbernen lohnen sich auch. So, immer Drachengott, magischer Stein. Sehe ich jetzt nicht. Segi oder so. Genau, da habe ich das Bruce-Pad bekommen. Dazu erzähle ich da auch gleich was. Werdet ihr sehen im Live-Part. Ja, das Kartenset. Nochmal ein Kartenset. Dann Frank, noch ein magischer Stein. Super. Hinzufügen. Was willst du mehr, wenn du nicht cashst? Und Wasser nächste Ruhe. Und ja, dann kommt jetzt der Live-Part. Yo, was geht ab, meine Freunde? Und zwar habe ich eben schon kommentiert, habt ihr gehört, heute mal mit Webcam am Start. Und zwar hat ein oder andere mal gefragt wegen Equip, mal zeigen, was der Stand momentan ist. Und da wollte ich einfach mal ein kleines Video machen. Dann werden wir eben, habt ihr links gesehen, das schneide ich vorher rein, was ich schon aufgenommen habe, eigentlich fürs Mixtape. Das schneide ich einfach mit rein, macht Live-Commentary. Dann machen wir, zeige ich jetzt das Equip, dann machen wir Kartensets. Da zeige ich euch, wie ihr 100%, wer es ein Goldene bekommt. Der eine oder andere weiß das schon, der eine oder andere nicht. Dann zeige ich euch noch das Bruce Pad, was ihr aus den goldenen Boxen bekommt. Wie gesagt, die lohnen sich auch zu kaufen, beziehungsweise Young, was ihr farmt, zu investieren für das Bruce Pad, weil hier mit diesem Siegel rufst du deinen Fledermaus Bruce herbei. Er hebt automatisch Items für dich aus und verleiht dir 5 Crit und 1,5 TP, ist ganz nice. So, dass wenn ihr Autojagd irgendwo packt oder Autojagd gekauft habt, dann könnt ihr den irgendwo abstellen und der hebt euch alles auf. Besonders für die Karten ist das ganz geil. Noch die letzten Tage, wie lange geht das jetzt noch? 6 Tage auszunutzen, 7 fast. Das sieht so aus, das Pad, das hebt automatisch Sachen auf, so, da müsst ihr nicht wundern, wenn da einer im OTM oder so rumrennt und das Pad hat und der automatisch die Sachen aufhebt. Er hebt aber nicht die Sachen von den anderen Leuten mehr auf, oder Sachen, die auf dem Boden liegen, das wurde geändert, jetzt im letzten Update. Der hebt also nur Sachen auf, wenn ihr den rausholt und ihr genau die Sachen droppt, dann hebt er alles auf. Das ist halt auch so ein Mist, ne? Der hebt halt wirklich jeden Müll dann auch mit auf, aber manchmal sind halt gute Sachen bei. Wenn ihr dann Inventarweiten frei habt, dann ist halt super. Und wie gesagt, dann kommen wir erstmal zum Equip. Wir fangen mit dem Gift hier an. Das hat 38 DSS, 6 Teufel, 10 Untote, 6 Int. Ne? Wie ihr schon im Video gesehen habt. Dann hat man meine Furchtmaske, 10 Untote, 20 Teufel, 12 TP, Regi, 6 Orks, 10 HM. Ganz nice eigentlich. Dann zu Falki, 10 Unto, AGO, 10 ESO, 6 XP Bonus, 6 Teufel. Das will ich auf jeden Fall noch switchen, aber irgendwann mal. Jetzt momentan noch nicht. Wie gesagt, ja. Erstmal machen wir Equip weiter. So, dann mein BSP 1,5 TP, 5 TP Absorb, 15 Blitz, 10 Zweihand, 5 MP Absorb, Ebis mit 20 Teufel, 10 Pfeil, 10 Untote. Dann die Quilin haben 1,5 TP, 10 Ausweichen, Pfeil ausweichen, 3 Crit. Kupferskette 1,5 TP, 15, ja, die Fächer weiß ich gar nicht. 8 Ohnmacht, sagen wir mal. 1,5 TP, 1, 8 Ohnmacht, eigentlich ganz nice. So, dann der Imhulsarmband plus 5 mit 1,5 TP, 20 Untote, 10 TP Absorb, 20 Orks, ist auch ganz schick. Kann man auf jeden Fall lassen. So, dann fangen wir mal hier. So, da sind auch ein paar Sachen dabei. Ich werde es gleich erklären. So, eine VMS für Core Farmer. Habe ich 96 SS, 5 Crit, 8 wird erstmal drauf. Werde ich auch noch switchen, aber ich lasse fürs erste, für den Anfang reicht. Hop 3 muss noch rein. So, dann eine Rec. Blank, Crap muss noch gemacht werden. Dann Töp plus 5 mit 2 KTP. Crap eigentlich. Ich habe noch einen Töp 9. Hat der liebe Chris, aber der Pu, habe ich dem ausgeliehen. Seitdem, ich weiß nicht, der war noch ein, zwei Mal da und dann war der nicht mehr online. Also zapp, wer weg ist er oder keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht ist da irgendwas passiert, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht mehr online gekommen mit meinem Tab 9. So, dann EPP plus 9 muss auch noch fertig gemacht werden. Habe ich noch nicht geswitcht, einfach so auf den Core Farmer. Dann habe ich einen Phoenixbogen, den mache ich auf 6 oder 7 und dann werde ich da in Herrscherband reinmachen. Werdet ihr auch noch da gesehen, denke ich mal. Dann halt einen blanken Rundi plus 6, das reicht vollkommen aus für einen Core Farmer. Dann halt noch ein 5 weg plus 7 mit 20 Tieren, reicht auch vollkommen aus. So. Dann habe ich hier noch einen Himmelsritt, aber mit zwei Bonis, das werde ich eventuell bonieren, weil zwei Bonis schon drin sind. Und das auch fertig machen. Dann Himmelsritt einmal plus 4 für auch Core Farmer mit 1 KTP reicht.
Damit ich halt mehr Equip habe, damit ich halt, ich sag mal, nicht unnötig immer mein Equip, dass ich währenddessen, wenn ich da Autojagd laufen habe, dann kann ich mit meinem noch nebenbei zocken. Dann Imholzermann noch mit 2 Monis eventuell auch noch bonieren. Dann noch E-Beast 9 mit 5 Crabs eigentlich, ja, 20 und 10 Orks, werde ich auf jeden Fall noch switchen, brauche ich nicht. Kommen wir zu den Schuhen. Immo-Stiefel plus 5, 20 Young Drop, ist ganz nice, wenn du den AFK-Leveln Young Farm gehst, der wird gerade kommen, oder was weiß ich, Grotte ist auch ganz nice, wo man ganz gut Young Farmen kann. Genau, Holzschuh plus 9, 2k DP, 10 Chance Fallschirmfeil ausweichen. Oh, ist los. Ja, 10 Beihand, ganz crap eigentlich. Immo-Stiefel plus 4, vielleicht auch polieren gucken. Und zwar Crippo-Schuhe, aber juckt nicht. Dann Lederstiefel plus 9 mit 1k TP, 5 Crit, 15 Fall aus welchen 5 Ohnmacht. Die sind top, finde ich. Die sind auch richtig geil. Macht auch richtig Bock mit denen. Dann kommen wir zu dem Helm. Furchtmaske plus 4 mit 2 Bonis. Die will ich auch bonieren, weil ich will eine zweite haben. Eisenhelm plus 0 mit 10 Wind. Den habe ich mir hoch dann für Winddev-Sachen. Ne? Kann man mal benutzen dann. Dann Eisenhelm plus 9 mit 3 Bonis. Muss noch 2 Bonis rein. Dann wird der auch mal geswitcht. Dann Eisenhelm plus 6 mit 10 Orks für OTM. Was willst du mehr? Und dann Geistmeisterskala plus 4 mit 3 Gift. Das ist momentan soweit, glaube ich, mein Equip. Genau, Kostüm kann ich noch kurz zeigen. Habe ich einmal drauf gespielt, 15 Blitz, 3 TP Regi, genau, wenn ich 90 bin. Eigentlich wollte ich jetzt leveln, aber ich lasse das erstmal noch. Und dann noch Urels Engel mit 2k TP, 30 Angriffswert. Passt. So, haben wir noch irgendwas? Genau, dann kommen wir jetzt, glaube ich, erstmal zum Kartenspiel. Ich zeige euch, wie man das macht. Ihr braucht auf jeden Fall ein Aufnahmeprogramm oder ihr macht das mit dem Handy. So, ich stoppe mal kurz das Video. Ich erkläre es kurz. Ihr müsst ein Kartenset haben, und drei weitere Karten, damit ihr einen Hinweis machen könnt. Und ihr müsst das währenddessen, wenn ihr den Hinweis drückt, müsst ihr das aufnehmen, weil dann läuft er einmal von links nach rechts durch. Ja, der deckt immer nur, glaube ich, 4 Karten so, also nach einer Reihe auf. Komplett durch. Macht ihr auf Stopp, macht ihr das Video nebenbei an, dann lässt ihr das in Slow-Mo abspielen oder ihr skippt vor. Ich skippe halt vor, ihr könnt das auch mit dem Handy aufnehmen und wie heißt das, wie gesagt, mit dem Handy Slow-Mo machen oder vorskippen oder wie auch immer. Wenn ihr ein bisschen Übung drin habt, dann habt ihr 100% immer eine Goldbox, dann könnt ihr am besten mit ein bisschen Young, dann könnt ihr das verbessern, kriegt ihr eine VIP-Box. Aus einer VIP-Box können bis zu 5 Goldenen rauskommen und da sind halt Item-Shop-Sachen drin, ne, für diejenigen, die nicht shoppen, so. Ist eigentlich ganz nice, wie gesagt, die lohnen sich auch auf jeden Fall auf dem Markt aufzukaufen, die Silbernen auch, da kommt Boni-Switcher, das, der Bruce-Pad kommt da raus, den ich jetzt hier, den habe ich auch gezogen, seht ihr, habt ihr auch im Video gesehen. Ja, da kommen eigentlich ganz schicke Sachen raus, hier Drachengott-Angriff und so ein Mist, das macht viel aus, wenn ihr fahren geht und so, ich sag mal, wenn ihr noch nicht so viel Equip habt oder nicht viel packt, auf jeden Fall so. Und den Pinken-Glitzer-Fort, der kommt da auch raus, 1,5 DP, 15 XP-Bonus, wenn ihr auf K-Leveln geht oder so, ist auch ganz schick, ne? Ja. Gut, dann mache ich kurz Stopp. Ich nehme das kurz auf und dann sehen wir uns im Live-Part. So, Leute, ich habe das jetzt aufgenommen. Jetzt habe ich das Video rechts und das seht ihr jetzt leider nicht, aber ich habe halt Fenstermodus. So, läuft die Zeit ab. Ihr habt jetzt eine, ist nicht schlimm. Ihr braucht 17 Versuche, könnt ihr haben. So, dann fange ich hier unten links an und dann skippe ich vor. Dann suche ich den nächsten. Der ist dann jetzt hier. Einfach im Video vorskippen, der nächste ist da. So, habt ihr schon mal die drei. Dann, ich gehe nach der Reihe. So, dann suchen wir jetzt den. Sind sie? Da ist noch einer. Da ist noch einer. So, was? Dann fangen wir hier an. Warum er das sein soll. Wo ist der? Concentration ist on point. Da und da. Ach, fucking shit. So, und am besten versucht ihr immer. Am besten mit 10 Stück, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher, dass ihr. Oder. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr eine VIP-Box bekommt. Ist uns aufgefallen, weil ein bisschen. Weil wir sind, wenn wir immer 10 Versuche hatten, dann haben wir öfters eine VIP-Box bekommen. Wie ihr gesehen habt, easy going. 12 Versuche verbessern wir jetzt. Ich habe nicht so viel Young da. Können wir mal ein, zwei Mal verbessern. Vielleicht kommen wir eine Goldene raus. Wir haben noch ein Kartenset. Das spiele ich dann gleich kurz alleine. Lassen wir, nehmen wir die Goldbox. So, nächste Goldbox am Start. So, genau wie gesagt, ne? Nicht vergessen, ihr braucht ein Kartenset und drei Karten. Manchmal auch zwei nur. Ich weiß nicht. Manchmal ist es
Müsst ihr euch auf jeden Fall durchlesen, könnt ihr euch da durchlesen. So, ich spiele kurz den anderen Part und sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, was geht? Auch wieder eine Goldene bekommen, ihr seht. Ich denke mal, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, wenn lasst ein Abo da, kommentiert schön. Motiviert mich weiter Videos zu machen und wie gesagt, schreibt auch mal ab und zu in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt. Das werde ich dann auch versuchen umzusetzen. Und ja, das ist soweit. Wie gesagt, macht euch ran an die Karten, versucht ein scheiß Bluesbett zu kommen oder was weiß ich. Versucht das ab und zu mit den Kartensets, das ist ganz nice. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out. Exo. Tschüss.